Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn wir weiter Kohlestrom produzieren, den in die Netze einspeisen und damit die Autos betreiben. Dann Ja, wir sind wieder, beziehungsweise immer noch. Ich darf immer noch bei Oliver Krischer sein. Wir reden über Elektromobilität in Deutschland. Herr Krischer, jetzt hat die Bundesregierung ja ein Klimapaket verabschiedet. Oder Sie können mich da vielleicht noch besser informieren. Ist es schon verabschiedet? Ist es schon komplett durch? Oder ist es gerade erst dabei? Diese ganzen einzelnen Maßnahmen, die wir jetzt in der Presse überall lesen konnten? Also die Bundesregierung hat ein Eckpunktepapier im Bundeskabinett beschlossen. Das ist gar nichts, das ist nicht mehr als eine Absichtserklärung. Wir haben jetzt erste Gesetze daraus im Bundestag liegen, beispielsweise zur Einführung eines CO2-Preises oder verschiedene Steuerfragen. Aber am Ende muss man einfach sagen, dieses Klimapaket, das genügt in keinster Weise der Herausforderung, wie es eigentlich sein müsste, um tatsächlich in Deutschland ernsthaften Klimaschutz zu machen. Wenn ich es mit einer Zahl benennen müsste, wenn die Anforderung 100 ist, dann hat die Bundesregierung nicht mal die 10 geschafft, um einfach auch klar zu machen, da sind ein paar ganz sinnvolle Sachen drin, aber das große Problem ist, dass es an ganz, ganz zentralen Stellen einfach überhaupt keine Maßnahmen, keine Aktivitäten gibt. Und so werden wir Klimaschutzziele in Deutschland nie erreichen. Wir haben ja auch schon über diese Thematik gesprochen, gerade Sie haben es angesprochen, die CO2-Bepreisung. Wir wissen, dass es in anderen Ländern, ich glaube Schweden oder in der Schweiz, glaube ich auch schon recht hohe CO2-Preise gibt und hat dort festgestellt, dass eigentlich die Lenkungswirkung anscheinend so bei 100 Euro pro Tonne immer noch nicht reicht. Also dieser Preis 100 Euro pro Tonne anscheinend noch nicht reicht. Meinen Sie, dass es, also die Bundesregierung will ja 2021 mit 10 Euro pro Tonne einsteigen in die Bepreisung? Meinen Sie nicht vielleicht, dass wenn man höher einsteigen würde, dass die Leute doch zu sehr abschrecken würde und dass man einfach zu sehr Sorge hätte, das wird jetzt alles viel zu teuer, heizen, Autofahren? Naja, also man muss erstmal klar sagen, teuer wird es, wenn wir nichts machen, Das ist weil klar. das ist das größte Problem. Und es muss einfach, und ich finde, das ist die Hauptwirkung eines solchen CO2-Preises, es muss klar sein, dass er eingeführt wird und dass er kontinuierlich steigen wird. Da kann man darüber diskutieren. Wir als Grüne haben vorgeschlagen, dass man mit 40 Euro einsteigt. 10 Euro halten wir für lächerlich. Das sind weniger als 3 Cent. Das, wer jeder, der mal an der Tankstelle vorbei ist, weiß, wie der Sprit da täglich schwankt. Das würde niemand merken. Bei 40 Euro die Tonne, glaube ich, wäre es schon etwas wirkungsvoller. Und man muss das aber natürlich dann damit flankieren, dass die Menschen auch CO2-freie Alternativen zur Mobilität und zum Heizen entwickeln können. Das ist eben dann der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, aber eben auch die Elektromobilität, dass es dann die entsprechenden Angebote gibt. Klimaschutz ist sozial, Klimaschutz ist eine globale Gerechtigkeitsfrage. Wir müssen nur einfach in der Transformation, in der Zeit, wo beides existiert, dafür sorgen, dass die Menschen dann auch handeln können, dass sie selber ihr Verhalten und ihre Mobilität und ihre ganzen Lebensgewohnheiten umstellen können. In anderen Ländern kann man besichtigen, wie das geht. Die Schweiz, Schweden, die haben schon lange CO2-Preise. Die machen auch die entsprechenden flankierenden Maßnahmen. Man versteht eigentlich gar nicht, warum das nicht in Deutschland möglich sein soll. Jetzt stelle ich mal eine Frage, bei der ich nicht weiß, ob Sie sie beantworten können oder beantworten wollen, aber es klang immer so ein bisschen durch. Sind Sie schon mal von Lobbyisten der Automobilindustrie angesprochen worden, von wegen macht mal langsam, hier stehen so viele Arbeitsplätze auf dem Spiel? Das ist hier das tägliche Brot. Also ich habe im Dieselgate-Untersuchungsausschuss gesessen, habe das für die Grünen gemacht und das ist das Totschlagargument, was Sie da hören. Und da wird natürlich gesagt, ja, das ist die wichtigste Branche in Deutschland, da gibt es 800.000 direkte Arbeitsplätze. Nur man muss sich einfach vor Augen führen, die Zeit des Verbrenners ist vorbei. Die Entscheidung ist lange gefallen. Die Entscheidung ist in Asien getroffen worden. Und die deutsche Automobilindustrie sagt selber, sie hängt an den Exportmärkten, gerade an den asiatischen Exportmärkten. Und deshalb ist es für mich ja lange Zeit so, bis heute bei manchen Unternehmen unverständlich, weshalb man sich noch immer so vor allen Dingen an den Diesel klammert, weil jeder, der Zeitung liest und vielleicht mal mit
das ein oder andere Gespräch geführt hat, der weiß eigentlich, im Pkw-Bereich ist die Elektromobilität die Antriebsart der Zukunft. Und wir haben jetzt immerhin den größten deutschen Hersteller, der es ja langsam jetzt mal mit VW ernsthaft angeht. Aber bei den anderen Herstellern ist das ja bisher immer noch halbherzig. Und deshalb ist das für mich auch eine Frage, wenn wir wollen, dass in Deutschland in 10, 20, 30 Jahren überhaupt noch Autos produziert werden sollen, dann muss man jetzt Elektromobilität machen, sich da weiter an den Diesel klammern, wie man es bisher getan hat, das zerstört am Ende auch die deutsche Autoindustrie, weil halt hier immer Politik hat für die Rahmenbedingungen für den Verbrenner gesorgt und hat den Anschein erweckt, als ob das immer so weitergeht. Das war die Ursache für den Abgasskandal und das ist am Ende auch die Ursache, dass man die Existenz der Automobilindustrie gefährdet. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass man in Deutschland, also es ist ja unheimlich schwer, sage ich mal, ein Elektroauto zu kriegen, weil man so lange warten muss. Also wir haben Lieferzeiten. Ich habe heute wieder gelesen, dass auch asiatische Hersteller unheimliche Lieferschwierigkeiten oder hohe Lieferzeiten haben. Und manchmal frage ich mich, ob es nicht einfach nur daran liegt, dass man die Hersteller uns als Kunden, dem deutschen Markt, eigentlich nur so viel Elektrofahrzeuge geben, wie gerade so nötig sind, um diese flotten CO2-Werte irgendwie einzuhalten. Keins mehr. Das ist irgendwie so ein Eindruck, der sich bei vielen von uns in der Interessengemeinschaft irgendwie so festgesetzt hat. Ist da was dran? Ist es tatsächlich so, dass es ein Kalkül ist, der Autohersteller? Ja, also in der Vergangenheit war es auf jeden Fall so, als ich vor 3 Jahren diverse Autohäuser abgeklappert habe und versucht habe, ein Elektroauto zu bekommen. Ich habe schon mal überlegt, dass ich darüber ein Buch schreibe, ne, was man da an Geschichten und Ausreden hört. Und man hat immer den Eindruck, auch die deutsche Automobilindustrie kann durchaus liefern. In Norwegen stehen die Autos zur Verfügung, da kann man die kaufen. In Kalifornien gibt's die auch. Also da, wo der Druck dann auch da ist, dass geliefert werden muss, weil sonst der Markt verloren geht. Da schafft es die Automobilindustrie sehr wohl. In Deutschland war offensichtlich die Einschätzung, ja, denen können wir noch ein paar Jahre die Diesel verkaufen. Da sind die Rahmenbedingungen so schlecht, da kommen die Leute gar nicht freiwillig an. Und ganz speziell merkt man, glaube ich, jetzt im Jahr 2019, dass die Hersteller alles so ein bisschen auch noch zurückhalten, um dann, wenn die Flottengrenzwerte ab 2020 verschärft sind, dass man da halt die Elektroautos sich da anrechnen kann. Das streiten die zwar heftig ab. Ich glaube auch, dass es pauschal wahrscheinlich nicht gilt, aber dass unter der Hand manche Konzernpolitik so ist, der Eindruck drängt sich schon wirklich stark auf. Ein Thema, was uns immer wieder sehr, Sie hatten es im ersten Teil des Videos schon angesprochen, immer wieder sehr, sehr beschäftigt, ist die Ladeinfrastruktur in Deutschland. Gerade wenn man so hier im Nordosten Deutschlands wohnt und Berlin mal hinter sich lässt, dann ist man also ganz schnell irgendwie im Niemandsland. Ob man jetzt Richtung Ostsee fährt, ob man Richtung Hamburg fährt, da gibt's natürlich jetzt inzwischen schon ein bisschen was. Aber verglichen mit Teilen von West- oder Südwestdeutschland, da sind wir hier noch so ein bisschen in der Ladewüste unterwegs. Was können Sie oder was kann die Politik tun, um hier mehr Anreize zu setzen, die Ladeinfrastruktur aufzubauen und vielleicht auch ganz speziell nicht nur direkt an den Autobahnen, sondern auch zum Beispiel an Ferienorten, wenn ich so an die Ostsee denke, Feriengebiete sind, wo man zwar hinkommt mit dem Elektroauto, aber vor Ort keine Ladeinfrastruktur findet. Da muss man schon betteln, dass man irgendwo an die Schuko-Steckdose kommt, um mal am Ferienhaus zu laden. Was kann die Politik tun, um da noch ein bisschen mehr die Entwicklung in Schwung zu bringen? Also ich glaube, wir müssen einfach Regeln einfacher machen, ne, dass man Ladeinfrastruktur aufbauen kann. Das fängt damit an, dass es ja heute, wenn Ladeinfrastruktur in Tiefgaragen installiert wird, das ist praktisch unmöglich. Das ist sowas von bürokratisch abschreckend. Also da ist so auch im privaten Bereich ist es schon schwierig. Ich hätte damals, als das anfing, Aufbau der Ladeinfrastruktur immer vorgeschlagen, dass man das als Teil des Stromnetzes definiert, dass man ein Starternetz definiert und darauf aufbauend dann systematisch den weiteren Ausbau betreibt. Man hat das in Deutschland von Seiten der Bundesregierung alles dem Zufall überlassen. Verschiedenste Förderprogramme, die teilweise überhaupt nicht aufeinander abgestimmt waren,
haben irgendwo willkürlich oft dann, es gibt ja die berühmte Bürgermeisterladesäule, ne, die im kleinen Ort dann immer vom Rathaus steht, wo jede Kommune dann eine Ladesäule finanziert kriegt. Das war am Ende alles nicht durchdacht und geplant. Und ich glaube, wir müssen jetzt einfach auch ein bisschen lernen von den Ländern, die es gut hingekriegt haben. Zum Beispiel, nee, alle reden natürlich über Norwegen, aber auch in den Niederlanden. Ich wohne ja direkt an der holländischen Grenze. Pro Fahrzeug 10-mal so viele Ladesäulen wie in Deutschland. Dabei die Kosten geringer. Also die Niederländer kriegen das hin. Und die haben einfach systematische Anreize gesetzt, in Ladesäulen zu investieren. Dabei die Regeln aber sehr einfach gemacht, wie das dann entsprechend umzusetzen ist. Und ich glaube, das ist gar kein Hexenwerk, sondern das ist am Ende politisches Handwerk, Umsetzungshandwerk, dass wir dann hier auch in ganz andere Größenordnungen kommen, damit dieses leidige Problem des Aufladens erledigt ist. Ich finde aber auch wichtig, als jemand, der jetzt 3 Jahre elektromobil unterwegs ist, und ich gehöre zu den, bei mir zu Hause ist das jetzt keine Besonderheit, das ist eine eher ländliche Gegend, aber da haben die meisten in einem Familienhaus. Und da höre ich auch immer, ja, man kann ja kein Elektroauto kaufen, weil man kann ja nirgendwo laden. Wenn man ein privater, ein Familienhaus hat, braucht man überhaupt in aller Regel keine Ladesäule, weil 95% der Strecken, die man fährt, das lädt man zu Hause auf und das ist dann überhaupt kein Problem. Und also man muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass die Frage der Ladesäule und die Kritik an einer falschen Politik der Bundesregierung, die ich absolut teile, nicht dazu führt, dass diejenigen, die eigentlich gar nicht so sehr im Altersbetrieb auf Ladesäulen angewiesen sind, dass die dann irgendwie abgeschreckt werden, sich ein Auto zu kaufen. Falschen Eindruck bekommen. Wenn wir beim Laden sind, kommen wir zum letzten Thema, nämlich um zu laden, brauchen wir Strom. Und Deutschland ist ja immer noch, zwar abnehmend, aber immer noch sehr auf Kohlestrom, sage ich jetzt mal, angewiesen. Wir haben noch einen hohen Anteil an Kohlestrom in unserem Strommix drin. Jetzt ist ja vereinbart worden, bis 2038 spätestens aus der Braunkohleverstromung oder aus der Kohleverstromung insgesamt auszusteigen. Es gibt aber noch kein Gesetz dafür, was das regelt, so wie ich das verstanden habe. Wie schätzen Sie das ein? Wann bekommen wir so ein Gesetz und schaffen wir es vielleicht vor 2038? Also ich glaube, man muss grundsätzlich sagen, also wir beide, wir fahren natürlich Elektromobil, weil es schön ist, ne, weil es Spaß macht. Aber die Umstellung auf Elektromobilität hat natürlich vor allen Dingen den Sinn, dass wir das Klima schonen wollen. Auf jeden Fall. Und es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn wir weiter Kohlestrom produzieren, den in die Netze einspeisen und damit die Autos betreiben. Dann das wäre ein Schildbürgerstreich. Deshalb gehört zum Ausbau der Elektromobilität ganz zwingend dazu, dass wir aus der Kohle aussteigen und die Erneuerbaren massiv ausbauen. Da hakt's im Moment. Gerade der Ausbau der Erneuerbaren, der bricht in Deutschland völlig zusammen. Das ist völlig irre. Und das andere ist, bei der Kohle gibt es zwar einen Kommissionsbericht im Moment, der liegt seit 9 Monaten vor, der einen Pfad beschreibt, wie man aus der Kohle aussteigen kann. Aber die Bundesregierung hat bis heute, obwohl der Bericht seit Anfang des Jahres vorliegt, nichts konkret unternommen. Wir warten immer noch auf den Gesetzentwurf, dass das mal konkret umgesetzt wird. Und in der Sache würde ich sagen, die Kommission schlägt da vor bis spätestens 2038. Sie sagt aber auch, es soll im Laufe der Zeit überprüft werden. Wenn es schneller geht, kann man es schneller machen. Und meine Erfahrung ist, bei solchen Transformationsprozessen und wenn ich mir auch die Entwicklung der Erneuerbaren angucke, wie die immer günstiger werden, wie die Technik sich weiterentwickelt, dass wir das am Ende deutlich früher als 2038 schaffen werden. Aber ich würde gar keinen ideologischen Streit um das Enddatum führen. Ich finde, es ist jetzt wichtig, dass wir mit dem Kohleausstieg anfangen, dass wir die alten Blöcke abschalten und dass wir parallel weiter massiv die Erneuerbaren ausbauen. Auch mit dem Ziel, dass Leute, die ein eigenes Dach haben, dass die da ihren Strom, wie ich das zu Hause mache, für das eigene Auto kriegen. Das ist das schönste Fahren überhaupt, wenn die Sonne scheint und man weiß, wenn man dann abends unterwegs ist, ja, man ist jetzt mit der Sonne, die am Tag geschienen hat, unterwegs und fährt
fährt durch die Gegend. Genau so muss es sein. Und dafür, finde ich, hat eine Bundesregierung Rahmen zu schaffen. Das tut sie im Moment aber überhaupt nicht. Stattdessen klammern wir uns noch an die Reste der Kohle und versuchen irgendwie den Diesel noch über die Zeit zu retten. Das finde ich absurd. Und letztlich ist es so, und ich glaube, das ist ein ganz gutes Abschluss, können wir zum Abschluss so bringen, dass ja letztlich es auch jeder von uns selber in der Hand hat, ob er Ökostrom zu Hause nutzt oder nicht, ob er einen Ökostromvertrag abschließt oder nicht und damit den Ausbau auch ein bisschen voranbringt. Es zwingt mich ja keiner irgendwo, sag ich mal, einen Kohlestromvertrag zu machen. Ich kann das ja selber machen. Die öffentlichen Ladestationen sind ja auch an Ökostrom gekoppelt. Also ich glaube, wir können auch selber alle ganz schnell tätig werden und müssen nicht warten, bis irgendwo irgendwann mal ein Gesetz in Stein gegossen wird. Herr Krischer, das war hochspannend. Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit für uns hatten. Gerne. Und schönen Dank, dass wir hier sein durften. Danke, dass Sie gekommen sind und dass wir über dieses tolle Thema reden konnten. Und ich kann nur sagen, jeder, der über die Anschaffung eines Autos nachdenkt, wie er heute noch einen Verbrenner kauft, einen neuen, der hat die Zeichen der Zeit nicht verstanden. Es gibt inzwischen die Modelle und es ist ja auch manchmal schön, ein bisschen Pionier sein, auch mal ein bisschen was Neues ausprobieren, und mit Elektromobilität ist man einfach besser unterwegs. Das war das beste Stichwort. Schönen Dank, dass ihr auch zugeguckt habt. Bitte denkt dran, so einen tollen Interviewpartner kriegen wir nur, wenn wir von euch die Abos kriegen. Also bitte abonniert weiterhin fleißig unseren Kanal und wenn ihr die Glocke klickt, dann werdet ihr immer über neue Videos informiert. In dem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.